Ein Highlight nach dem anderen, vom 27. bis 30. August beim 4. Vaduz Classic Festival unter dem Motto Magische Momente der Filmmusik. Wir haben eine grosse Vorfreude und sie ist zwar subjektiv, natürlich, weil wir wissen, was alles kommt, wenn das die Bevölkerung erfährt und sieht, die würden sagen, man, nicht schon wieder so etwas Wahnsinniges. Und das wird sie. Alles, was wir der Region und den Menschen der Region etwas zurückgeben können, ist für uns natürlich extrem wertvoll. Wir sind hier verwurzelt als Unternehmer und möchten darum auch der Gesellschaft und den Menschen hier einfach außergewöhnliche Erlebnisse ermöglichen. Und das ist unsere Motivation, um uns für Vaduz Classic zu engagieren. Vaduz Classic hat eine sehr grosse Bedeutung, ist ein Standard-Marketing-Faktor geworden, ein grosser. Und es zieht Leute aus der ganzen Region, sogar aus der weiteren Region an, und wir können uns da richtig gut präsentieren. Es ist wirklich ganz eine außergewöhnliche Stimmung hier in Vaduz. Also ich war letztes Jahr dabei gewesen und ich muss sagen, wenn man draußen sitzt und die Temperaturen mitspielen natürlich, die wunderbaren Klänge von Musik, Lichter, motiviert die Menschen, die eine positive Stimmung mitbringen, es macht einfach Spass. Der Lebo M., den Namen kennen die wenigsten Leute, und das ist die Originalstimme von Circle of Life, vom Lion King, wo ja 1,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt gesehen und gehört haben und ihn wahrscheinlich noch nicht. Und der Lebo M. kommt zu uns ins Liechtenstein und singt live und original das Wahnsinnslied, oder die Lieder sind mehrere. Und das ist der Auftakt, das Eröffnungskonzert am Donnerstagabend. Und dann geht es Schlag auf Schlag, Freitag und Samstag, und Klammern am Sonntag wieder, wo das Ganze zumacht, ist wieder so ein Highlight. Filmmusik ist ja das Leitmotiv durch unser Festival dieses Jahr. Und am Schluss gibt es am Sonntagabend wieder auf der Marktplatzgarage, das ist neu. Wir haben bis anhin immer so am Morgen ein Schlussding gemacht, so ein Auslaufen. Aber dieses Jahr haben wir noch einmal am Sonntagabend einen Höhepunkt auf der Marktplatzgarage in Vaduz, nämlich der Film Casino Royale. Jetzt, das ist an sich noch nichts Besonderes, aber es gibt ein Orchester in der Schweiz, das hat sich spezialisiert auf Filmmusik, Original und Live-Spieler. Und das heißt City Light Orchestra. Und das wird an dem Sonntagabend, am 30. August, bei uns, während der Film auf der ganz grossen Leinwand, 10 Meter auf 4,5 Meter, spielt, wird das die Originalmusik original und live spielen. Mit am Dirigent, und der Dirigent ist, so völlig oder nicht, der Kevin Griffiths, wo wieder so viel von uns, von Fan von Vaduz Classic Festival kennen, der unglaublich lebhaft, toll, fantastisch, mit britischem Humor ausgestattet Dirigent von unserem Symphonieorchester, wo das City Light Orchestra am Sonntagabend spielt und dirigiert. Also ein Highlight vom Anfang bis zum Schluss.